Kennst du noch Markus Malakowicz? Den musst du doch machen! Tja, er wurde gefeuert. Markus, runter vom Platz. Das war nicht schön. Nur schlechte Nachrichten für die Iowa Stallions. So ein Idiot. Mr. Marakovic, ich biete Ihnen gemeinnützige Arbeit an. Sie trainieren Erwachsene mit kognitiver Beeinträchtigung. Euer Ehren, reden wir hier von Schwachsinnigen. Keine Pfui-Wörter benutzen. Okay, Freunde, fangen wir mal locker an, Kontakt mit den Bällen aufzunehmen. Mit Bällen spielt meine Freundin gern. Es ist unmöglich, diese Jungs zu trainieren. Du musst ja nicht die Lakers aus ihnen machen. Die sollen sich wie ein Team fühlen. Ah, ich glaube, wir brauchen Hilfe. Du bekommst jemand von der Verletztenliste. Argentina! Argentina! Willkommen im Team, Cosentino. Wozu das Boogieboard? Das lass mal meine Sorge sein. Wo habt ihr den denn her? Der war auf einmal plötzlich da. Das ist meine Schwester, Alex. Magst du Carpool-Karaoke? Ich mag kein Karaoke. Du kennst das Spiel besser als jeder andere. Ihr müsst doch verteidigen, Freunde! Du musst lernen, Beziehungen aufzubauen. Für mich ist das alles neu. Ja, merkt man. Hey, wir sind die Nächsten. Zwing mich nicht, es zu sagen. Was zu sagen? Das sind wir hinten. Das ist ein Pfui-Wort. Wir sind die Nächsten. Coach, das fühlt sich nicht gut an. Ich müsste eigentlich in der NBA coachen. Tja, man weiß nie, wo die Dinge hinführen. Keine Frage. Du kannst dieses Team ins Finale der Special Olympics führen. Dann bist du vielleicht wieder bereit für die NBA. Das ist eine unglaubliche Geschichte, Coach. Marcus ist nur noch ein Sieg von der Qualifikation für die Regionals entfernt. Ich weiß nicht, ob ihr mutig seid oder durchgeknallt. Komm, drück mich, Coach. Aber ich weiß, dass das eure Chance ist, Champions zu werden. Stress mit der Freundin? War nett mit dir. Du warst ganz passabel. Ich hab keine Freundin. Macht Sinn. Was? Wieso? Bin ich so hässlich? McConaughey bist du nicht.